Freunde, und willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute bis Sonntag ist dreifache EP-Event für Sternjäger, Starfighter und Heldenschiffe. Wer die noch nicht auf Maxi hat, der hat die Gelegenheit, jetzt bis Sonntag dreifache EP abzusahnen. Ja, und gut, ich habe noch zwei andere Themen. Erste Thema ist Sport. Eher wichtig oder eher unwichtig. Also für mich ist Sport sehr wichtig. Gerade nach der Arbeit mache ich eineinhalb Stunden Sport. Dann haue ich mir ein schönes Stück Fleisch in die Pfanne. Und Sport ist in dem Sinne wichtig. Wer sich körperlich in einem Fitnessstudio oder so beim Laufen betätigt, Sport schaltet Endorphine frei. Endorphine sind Glückshormone, die im Körper durch Sport treiben, so gesehen aktiviert werden, freigeschaltet werden, freigeschaltet werden. Nicht nur das, ihr könnt auch Banane essen, hat auch sehr viel Endorphine. Und aber Sport ist eher besser. Ihr formt euren Körper, ihr macht euch selbst damit glücklich. Ihr stärkt euer Selbstbewusstsein. Also wer nicht dieses Selbstbewusstsein hat, der sollte möglichst viel Sport treiben. Das wirkt gegen Depressionen, Aggressionen und. Es ist sehr, sehr wichtig. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ja, zweites Thema nächste Woche erwartet uns Grau und Dunkel. Ich tendiere mal so auf Dienstag, Mittwoch, das ist so der 22. 23. In dem Zeitraum haben wir sowieso immer ein großes Update bekommen, Dienstags oder Mittwochs. Ja. Ist schon ganz nice. Wie schätzt ihr die Lage ein? Wird Doku gut oder wird er eher mittelmäßig? Wie wird die Synchro-Stimme sein? Zu Doku hat sich ja noch ein Video rausgebracht, ein Infovideo, Informationen. Und ja, das wird natürlich auch nicht alles gewesen sein. Definitiv nicht. So wie ich mitbekommen habe oder gehört habe, soll wohl noch ein neuer Modus mit dabei sein. Was für einer kann ich nicht sagen. Ich hoffe, man wird so einer wie im Battlefield. So, Conquest einnehmen, erobern, alles zusammen. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. Ich will da hier jetzt auch nichts Falsches sagen. Das ist schon nice, und auf jeden Fall ein Skin soll er auch noch wieder mitbekommen. Vielleicht sogar der Skin von Geonosis. Also sein Geonosis Outfit ist auch schon richtig nice. Wie gesagt, wir lassen uns in der Hinsicht von der Küste überraschen, was EA und DICE so geplant haben. Und ich denke, der neue Modus, das soll auch eine Überraschung werden. Ja, du Hund, Alter. So ein Glückstreffer, Mann. Der gerade da zufällig lang spaziert. Der blöde Hund, der. Ja, Mann, ihr blöden Pisser, Alter. Und drei Teamkameraden da gehabt, Alter. Nicht ein Squad-Mitglied hat was gemacht. Hunde. Weil mich das jetzt so abfuckt, ich hab einen Offizier, ist mir scheißegal. Ich kann den auch auf eine abgefuckte Art und Weise spielen. Wenn die das so haben wollen, können sie es gerne haben. Ist aber nun mal so.
alle für die Schlacht geboren. Mann, wieso kann ich das Scheißteil da nicht aufsammeln? Ist das schon wieder für den Schrott? Ich hoffe, dass diese fucking Bugs da auch mal langsam verschwinden. Ne? Für die Republik. Weil manchmal, ey, man drückt und es tut sich einfach gar nichts. Ja, und dann noch eine kleine Neuigkeit. Es sollte eigentlich ein Open World Spiel noch von Star Wars, also von EA und Dice rauskommen. Das wurde aber gecancelt und es wurde ein neues, anderes Spiel für 2020 geplant. Und ja, demnach soll ja dieses Jahr auch nochmal ein Star Wars Spiel rauskommen. Da werde ich aber auch nochmal ein Video nochmal dazu rausbringen, weil ich auch noch mehreres nicht weiß. Ja, und so, ja, wir lassen uns überraschen. Es werden ja anscheinend für Star Wars glorreiche Jahre werden. Jetzt die kommenden 2019, 2020. Ey, ich krieg hier grad gar nichts geschissen, ne? Das voll ab, ich hab gerade nur 2 Kills, ey. Und 9 Verluste, ey, das ist doch affig. Ja gut, das ist auch einer meiner Hassmaps, aber ich mach die verschiebt noch nie. Hätte ich lieber Starkiller-Basis. Oder Naboo. Das sind wenigstens göttliche Maps, also finde ich zumindest. Die lassen sich super floppig spielen. So. Ja, dann nochmal, um auf das Thema Sport zu kommen. Also ohne Sport geht bei mir gar nichts. Ey Mann! Dauerfeuer-Spam, Alter, dreckiger Pisser, Mann. Ja gut, dann. Ja, was macht ihr? Macht ihr Sport? Seid ihr im Verein? Spielt ihr Fußball? Spielt ihr Tennis? Handball? Volleyball? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich war früher beim Fußball, beim Leichtathletik, hab Tennis gespielt, danach was Neues ausprobiert. Geschlagene 11 Jahre Ringer beim VfL. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt nicht einfach nur eine Kampfsportart, das ist Selbstdisziplin und Verteidigung. Diversen Wettbewerben mitgemacht, deutsche Einzelmeisterschaften. Ja, es ist schon top, also. Viele sagen ja, Sport ist Mord, dann sind das aber meistens die Leute, entweder die es vertreiben oder die zu faul sind. Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte, da war ich mal eine Stunde. Boah, ich laber einfach zu viel, merkt das? Ja, da war ich im Fitnesscenter. Ich war am Pumpen noch mit 2 anderen Kollegen und ja, dann auf dem Laufband einer. Hat sich dann an unsere Gewichte gesetzt, da wo wir dann halt saßen, ne? Anstatt mal die Gewichte dann umzustellen, nö, hat er gemacht und dann, boah, das ist mir zu schwer und Sport ist Mord.
und ich gehe jetzt woanders hin und ja, das sind in meinen Augen sind das richtig faule Leute und zugleich auch noch richtig dumm im Kopf, so gesehen. Weil wenn man sich an einem Gerät setzt, wo vorher schon einer dran war, da kontrolliert man doch die Gewichte oder nicht. Also ich mache das zumindest so. Ist doch wohl logisch, die Denkweise. Bald irgendwann kommt auch wieder ein BO4-Video. Komm, Alter, wenigstens geht, komm. Ja, toll, da wird sie mir auch noch geklaut. Ja, und von hinten werde ich gebumst, Alter, das ist dann feierlich. Ja, Black Ops 4-Videos gehen auch irgendwann, nur momentan packt mich alles richtig ab. So einem dieser scheiß Prophet, der total überpowered ist, finde ich, von allem am meisten, und dann Zero folgt auf Platz 2. Ja, egal, also. Und dann diese ganzen Schwitzheimer, die gibt es hier allerdings auch bei Battlefront, die dann dauerhaft auf dem Helden schwitzen, die Punkte dann zusammen haben und dann mit dem Helden in irgendeiner Ecke rumgeiern und die Leute dann überhaupt gar keinen Helden mehr nehmen können, ne? Das ist, meiner Sichtweise ist das richtig assi. Ich denke, viele von euch werden da auch so ihre Probleme mit haben. Ja, wahrscheinlich, Alter. Sitzt er da in dem Tank, Alter, und kraut sich die Zipperze, der hässliche Vogel. Soll er mal machen. Soll er mal machen, ist mir jetzt gerade mal relativ. Ey, Mann, du blöder Hund, ey. Blöder Arschtrompete. Ja, und jetzt wird auf dem Kanal auch nochmal mehrere Videos kommen. In letzter Zeit bin ich echt ziemlich geschlecht. Ich habe jetzt von Schiffes gehabt. Das ist jetzt Gott sei Dank wieder auf dem Weg der Besserung. Meine Stimme hört sich wieder so halbwegs normal an. Keinen Bock, dann irgendwie dann wie ein Zombie rumzulaufen und mich das so anzuhören. Übelst kacke, und dann auf den Videos dann auch nochmal. Dreckiger Hund. Komm, ich push dich. Wenigstens ist der Affe auch nochmal draufgegangen. Vier Schüsse, alter Schwede. Da sagt der Witzel. Nimm mal nochmal den Spezialisten. Mit denen habe ich mich mittlerweile auch angefreundet. Auch ein nicer Typ oder eine nice Dame, ist ja meistens eine Dame. Aber jetzt Kronkrieger, ja gut. Wow.